Mein nächstes Projekt für heute heißt Rette den Kinderwagen oder das Kinderwagengestell. Das ist nur ein Versuch. Wer kennt das nicht? Diese billigen Kinderwagen, die sie für 1000 Euro oder so anbieten. Das ist ein Ärgernis sondergleichen. Ja, also das ist wirklich schlimm. Immer junger. Hier vorne sind diese Klammern, die dieses Rad halten, sind weggebrochen. Was macht man denn da? Ich lasse mir jetzt irgendwas einfallen. Auf beiden Seiten. Man muss das Rad ja nicht mal tauschen, weil man muss gar nicht ran. Es ist ein Vollgummireifen, also man muss gar nicht tauschen. Die hätten das ruhig für immer fixieren können oder so fixieren können. Vernünftig, also relativ steif, starr, wie auch immer. Ja. Haben sie beschlossen, nicht zu tun. Ich guck mal, ob man da einen Splint durchmacht. Das wäre eine Idee. Ein schöner Splint, ja, oder so, was ganz Klassisches. Die Leute wissen nicht weiter, die sind verzweifelt. Sie haben vielleicht mal 1000 Euro oder 1200 sogar für so einen Kinderwagen bezahlt und ja, auf immer läuft er nicht mehr. Das ist natürlich scheiße, beide Räder gehen ab, wenn du schiebst, links und rechts die Räder gehen weg. Vielleicht der eine oder andere schon gehabt. Nun, Tommy lässt sich was einfallen, wird schon gehen, das ist überhaupt kein Problem für mich. Sehe ich jetzt nicht als Problem an. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also folgendermaßen sieht das hier unten aus, so. Und auf der anderen Seite. Na, und da ist das Ding weg und dann kann man das hier wunderbar hin und her schieben. Ja, das ist kein Problem. Ich muss mal denken, wir schieben von hier einen Splint einfach hin und das war's. Da, so, Splint. An Splinten. Ich glaube, ich habe eine noch bessere Lösung gefunden für dieses Problem. Und zwar nehme ich eine Schelle. Die Schelle hat hier einen sehr langen Schlitz. Das könnte eventuell funktionieren, wenn die Breite jetzt hinhaut. Teste mal. Breite funktioniert. Jetzt biegen wir die Schelle zurecht. Haha, mitkommen. Ich freue mich schon. Das wird gut. Das wird ein Meisterstück. Gerade die Bogen haben wir. Das knicken wir um. Wir testen nochmal am Rad. Bin gleich da. Hier, da ist das Loch. Ich würde mal sagen, perfekt. Das wird jetzt abgeschnitten hier. Müller. Hä? Ja, der Müller wieder. Riesenpaket wieder. Gut. Das kannst du ruhig zweimal, das ist eine Serienproduktion.
Bitte, bitte. Machen. Ne? Schleifen, Zeug machen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie der Flitzebogen. If it's fitable. Look at this. It's possible. Das passt perfekt. Geil. Und die Seiten hier, die werden dann einfach umgebogen. So kann es nicht rausrutschen. Na, die werden dann einfach nach hinten gebogen. Ja. Also einfach ist es. Da haben wir schon ein bisschen Kraft hier. Ich mache das mal mit einer Zange ein bisschen. Das dürfte eigentlich eine Weile halten. Und es ist entfernbar wieder. Hier. Und hier. Ist ein bisschen geschliffen. Na, so einfach ist das. Also wir machen das gleiche jetzt nochmal für die andere Seite. Funktioniert einfach frei, ist total genial. Können wir wieder selber um den Hals fallen, wie gut das geworden ist. Gleich nochmal für die andere Seite. Ich habe noch so eine Schelle da. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Aber gut. Rasselt ein bisschen in der Narbe. So, weiter geht's. Gleich nochmal. Also gerade biegen. Tutorial. Gerade biegen. An einer Schelle.
bitte eine umgebogen. Tja, einfach aber genial, würde ich mal sagen. Also, wenn der Splint weg ist, wenn man weiß wie, dann geht es auch schneller. Aber erstmal muss man sich ja was einfallen lassen. Perfekt. Ich bin stolz. Hallo. Ich bin stolz auf mich. Mir ist es eingefallen. Ich finde, das ist eine relativ kostengünstige Lösung und mit wenig Aufwand, also wirklich wenig Aufwand. Man könnte jetzt noch gucken, dass man genauso einen Streifen schneidet, der genauso breit ist natürlich. Ja, damit man es perfekt passend da drin hat. Aber so eine Schellen findet man immer. Aus dieser Schelle. Ja. Macht man einen Halter für solche Räder. Kann man sich ein paar hinlegen, kann man immer wieder machen, sollte mal wieder eins abfallen, haut man da wieder eins drin und gut ist, kostet nicht die Welt. Also ist wirklich simpel. Ja, das war's von Tommy mit der Aktion. Bis zum nächsten Mal, ciao.